Am 21. und 22. November 2009 traf sich die Barcamp OWL Community zum ersten Barcamp in Bielefeld. Aber was genau ist ein Barcamp? Ein Barcamp ist einfach ein lockeres Zusammensein von vielen, die sich für Themen rund um das interaktive Internet interessieren. In diesem Fall in Bielefeld jetzt mal auch mit der Kombination für mittelständische Unternehmen, wo man ja jetzt mittlerweile merkt, es kommen neue Mitarbeiter, die eigentlich aus dem Studium die diese ganzen sozialen Netzwerke gerne auch im Unternehmen mitnutzen möchten. Die würden sich hier wiederfinden oder aber auch der Marketingmanager, der sagt, ja, unsere Produkte, unsere Markenprodukte, die möchten ganz gerne interaktiv verkauft werden. Die Kunden möchten sich im Internet, in Foren darüber austauschen und informieren. Ein Barcamp, was ist das? Ein Barcamp ist natürlich auch in kleinen Abschnitten, in solchen Sitzungen, Sessions genannt, Themen zu vertiefen, in Art eines Kamingespräches, dass man sagt, ja, wie kann man diese neuen interaktiven Technologien beispielsweise in der Produktion nutzen? Was bringen sie im Business Management? Was wäre, wenn wir solche interaktiven Sachen nicht nur extern im Zusammenhang mit unseren Kunden einsetzen, sondern auch beispielsweise mit unserem Außendienst oder gar innerbetrieblich? Und ich glaube, dass das Barcamp auch eine große Chance ist, denn nirgendwo anders lernt sich der Unternehmer, der Student, der Freiberufler, der Dienstleister so intensiv kennen und heckt auch so ein Stück weit neue Ideen aus. Es ist das Internet wahrscheinlich überhaupt noch gar nicht am Ende seiner Möglichkeiten, sondern ich könnte mir vorstellen, dass da noch ganz neue Geschäftsmodelle auch in nächster Zeit auftauchen, und da so gesehen ist natürlich so ein Barcamp auch so ein Stück weit eine Brutstätte von neuen Ideen, Hinweisen und Technologien, die man eben auch als Angebot nutzen kann. Wie würden Sie das sehen? Ja, ich würde vielleicht noch ergänzen, dass die Idee des Barcamps setzt eigentlich die Prinzipien des neuen und modernen Web 2.0 um. Und die wichtigsten Prinzipien sind Transparenz, Interaktivität und Rückkopplung. Ja, wir finden diese drei Komponenten, die wir aus den großen sozialen Netzwerken wie Facebook oder auch Twitter oder Xing kennen, diese Komponenten finden wir hier im realen Leben wieder. Ja, das bedeutet, dass hier eine Brücke geschlagen wird zwischen der Welt des Internet und dem wirklichen Leben. Ja, wir finden, wie Herr Westerbacke schon gesagt hat, hier interessante Gäste, die insbesondere aus dem mittelständischen Bereich kommen, und wir als Fachhochschule des Mittelstands freuen uns ganz besonders, das sind unsere Hochschule, die sich ja der Bildung und Ausbildung für den Mittelstand verschrieben hat, solch ein Barcamp stattfinden kann. Was ist das Besondere an einem Barcamp? Auf einem Barcamp ist es halt so, dass da die beiden Welten miteinander verschmelzen. Viele Leute, die hier sind, kenne ich halt aus Communities, die es im Internet gibt, sei es Facebook, sei es Twitter und so. Und hier trifft sich das Ganze halt im echten Leben, dass man hier Leute kennt, wo man sagt, dich kenne ich ja, aber halt nur virtuell, und dass man dann auch so Treffen wie auf dem Barcamp halt das erste reale Aufeinandertreffen hat, was dann eigentlich sehr witzig ist, da man die Leute bis zu einem gewissen Punkt schon durchs Internet kennt und dann hier auch mal live sieht und dann ab morgen das, was man dann von denen im Internet liest, halt in der eigenen Stimme von denen hört und dann viel besser deuten kann. Das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte dann hier. Und mit welchen Erwartungen sind die Teilnehmer gekommen? Das mal zu sehen, wie das so ist. Und auf den Rahmen, es sieht alles sehr locker und offen aus, und das finde ich sehr interessant. Ich bin gespannt, wie es hier so abläuft, und bin auch gespannt, was es so für coole Sessions gibt. Viele neue Leute kennenzulernen und neue Themen auch mir anzuhören und zu gucken, worüber denken andere Leute viel nach, was ist vielleicht interessant und wo könnte man auch irgendwie was mitnehmen, was man vielleicht später mal selbst umsetzen kann in einem Unternehmen. Mir das einfach mal anschauen, was jetzt hier in Bielefeld so passiert, und ich muss sagen, bin sehr angetan, sehr spannende Themen, und einfach mal schauen, wie der weitere Barcamp-Verlauf hier so sein wird. Also ich bin mit keiner Erwartung gekommen und bin bis jetzt nach dem ersten Workshop positiv überrascht über die Offenheit und über den Wissenstransfer, der stattfindet.
Ja, ich fand es hier besonders spannend, mal zu gucken, was in so einer Stadt wie Bielefeld, wo man ja ein Barcamp auch vielleicht nicht in der Form erwartet würde, was da für Themen irgendwie aufkommen, und bin angenehm überrascht bisher. Also große Erwartungen hatte ich eigentlich nicht. Also es ist ja immer die Frage halt, also an Sessions jetzt speziell, ich meine Erwartungen, klar, halt, wie schon gesagt, die Leute wieder zu treffen und mich denen auszutauschen, das passiert gerade. Ja, ansonsten war es eigentlich primär, sich überraschen lassen, was halt auf diesem Barcamp geboten wird. Primär aus Eigeninteresse, um zu sehen, was haben andere Leute im Einsatz, was setzt sich ein, um sich ein bisschen auszutauschen, was man dann für Tools hat, sei es um Produktivität zu steigern, sei es um Spaß zu haben, wie auch immer.